Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart, ich bin dein Gesundheits-Life- und Mental-Coach und ich freue mich riesig, dass ich heute mal wieder einen Healthy Shot ja quasi für dich aufnehmen darf. Denn so ein Healthy Shot, das sagt schon der Name, ist so ein kurzer, knapper, knackiger Impuls für dich, der auch nur 7 bis 8 Minuten dauert. Also freu dich und zwar auf genau die Punkte, die deinen Stoffwechsel so richtig ankurbeln. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sagen immer zu mir, oh Kerstin, ich würde so gern mehr abnehmen, ich will meinen Stoffwechsel ein bisschen ankurbeln. Hast du nicht mal so zwischendrin so ein paar Punkte für mich, wie das eigentlich machbar ist? Ja, der Stoffwechsel ist ja ziemlich komplex. Das heißt, wenn du langfristig gesehen den Stoffwechsel wirklich umstellen möchtest, dann musst du natürlich noch ein paar tiefgreifendere, grundlegendere Dinge eben verändern. Aber da gibt es natürlich tolle Programme von mir. Da gibt es auch ganz viele Podcast-Folgen schon von mir. Aber wenn du kurzfristig diesen Stoffwechsel mal richtig auf Turbo schalten möchtest, dann bekommst du jetzt von mir und zwar 6 richtig gute Tipps. So, und der erste ist natürlich Kältetraining. Ja, ich sehe dich jetzt schon, wie du vielleicht das Gesicht verziehst, denn alles in dem Moment, was einen neuen Reiz bedeutet, ist natürlich für deinen Körper erst einmal ein ja wirklich enormer, hoher oder höherer Energieaufwand. Und Kältetraining bedeutet, dass du nicht nur morgens dich mal für einen kurzen Moment unter der Dusche kalt abduschst, sondern dass du eben mal länger diese kalte Dusche genießt. Und zwar zähl doch einfach mal bis 50. Und zwar von unten nach oben langsam diese kalte Dusche eben ja drüber ziehen. Mach das einfach mal und du wirst nicht nur einen mega frische Effekt spüren, es geht dir besser, sondern du kurbelst danach deinen Stoffwechsel richtig an. Im Übrigen, wenn du das weiter praktizieren möchtest, dann zieh auch mal weniger an, wenn du draußen Sport machst. Ich praktiziere Kältetraining ja schon jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren. Und ja, du frierst danach weniger und ja, dein Stoffwechsel geht danach mal richtig schön nach oben. Das zweite Wichtige ist, mach mal was komplett Neues, was das Thema sportliche Betätigung betrifft. Also wenn ich zum Beispiel mal wieder richtig intensiv schwimme, ich habe das ja gelernt, ich habe ja Sport studiert, im Urlaub zum Beispiel, oh, und ich gehe mal richtig nicht auf die Loipe draußen zum Laufen, sondern schwimm mal wieder richtig und zieh mir diese Pads an. Also Pads heißt in dem Moment, das sind so Dingerchen, die man sich anzieht, damit man größeren Widerstand hat. Mein lieber Herr Gesangsverein, dann merke ich aufgrund dieser neuen, komplett anderen Sportart, dass mein Stoffwechsel echt angekurbelt wird. Das heißt, mach einfach mal was komplett Neues. Geh mal zum Klettern, fang mal an, dein Schwimmtraining aufzubauen, schwing dich mal aufs Fahrrad, mach was komplett Neues. Der nächste wichtige Punkt ist natürlich auch das High-Intensity-Training. Also das heißt, wenn du eine gute Grundlage hast, bitte nur dann, wenn du eine gute Grundlage hast, wenn du schon lange Ausdauertraining machst, dann fang an, Sprints zu machen. Geh wirklich mal aufs Gaspedal und bring mal deinen Puls, und zwar dann, wenn du schön warm bist, wirklich mal ja für dich eben in den Bereich 170, 180, je nachdem, was du für ein Alter hast, und push mal deinen Stoffwechsel. Das heißt, Intervalltrainings 3, 4, 5 hintereinander, probier das mal ein paar Sekunden zu halten, 10 Sekunden im oberen Bereich wären optimal und dann geht dein Stoffwechsel schon richtig ordentlich nach oben. Aber wirklich nur, wenn du eine gute Grundlage hast. Ein wunderbarer Booster für deinen Stoffwechsel ist das Thema Nüchternlauf. Und zwar, wenn du eben, ja, ich sag jetzt mal, am Abend was gegessen hast, dann hast du die ganze Nacht natürlich mehr oder minder nichts gegessen. Dann sind deine Glykogenspeicher, also die Vorratskammer in der Leber, in der Muskulatur, kommt natürlich darauf an, wie viel du gegessen hast am Abend vorher, aber die sind dann natürlich im besten Fall geleert, ne? Und dann fängst du an, morgens einen Nüchternlauf zu machen. Das heißt, du machst Sport und hast vorher nichts gegessen. Und wenn du es besonders intensiv machen möchtest, dann trinkst du einen doppelten Espresso, bevor du anfängst zu joggen. Und zwar ohne alles. Kein Zucker rein, keine Milch rein, keine Sahne rein, keine Pflanzenmilch. Einen doppelten Espresso. Das Koffein, das wiederum ja knockt quasi an diesen Rezeptoren, die auch auf Adrenalin anspringen, eben an. Das heißt, dein Stoffwechsel geht dann auch nach oben. Dann fängst du an zu joggen, beziehungsweise machst vielleicht auch noch ein paar Intervallläufe.
Ja, und dann gehst du im wahrsten Sinne des Wortes eben auch wirklich über diesen Nüchternlauf an die Reserven und treibst den Stoffwechsel ordentlich nach oben. Jetzt kommt aber das kleine Aber. Wenn du einen sehr, sehr niedrigen Blutdruck hast, du bist es nicht gewohnt, dann pass wirklich auf, dass du das sanft machst. Ja, ich habe einen unfassbar niedrigen Blutdruck. Und wenn ich sowas mache, was ich natürlich immer praktiziere, so Nüchternläufer, dann musst du schon ein bisschen aufpassen und trink vor allen Dingen über den Tag verteilt 10 Gläser Wasser, sodass du auf 3 Liter kommst und trink morgens 2 große Gläser, bevor du diesen Espresso trinkst, ja? Ein nächster Punkt ist, in dem Moment dich mal auszulasten über Krafttraining. Krafttraining heißt in dem Moment, mach mal so viele Liegestütze, so viele Tiefkniebeugen, so viele Bauchübungen, Crunches, Klimmzüge, bis es nicht mehr geht. Ob du jetzt im Fitnessstudio bist oder du machst es alleine, vollkommen egal. In dem Moment wirklich, bis es nicht mehr geht. Und stell dir mal diese Frage, wenn du jetzt dabei bist, die Klimmzüge zu machen, wenn du dabei bist, die Liegestütze zu machen, die Tiefkniebeuge und so weiter, kannst du wirklich nicht mehr oder ist da noch was drin? Und jedes Mal, wenn ich mir die Frage stelle, kann ich wirklich nicht mehr? Ja, da ist immer noch was drin. Deswegen im Übrigen trainieren auch ganz, ganz viele Männer oft im Freihandelbereich im Fitnessstudio zusammen, weil die natürlich die letzten Wiederholungen, die negativen Wiederholungen, so nennt sich das, natürlich zusammenschaffen, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr können, dann hilft man sich gegenseitig. Also, Auslastung über ein ganz intensives Krafttraining, entweder im Fitnessstudio mit jemandem zusammen oder du machst es dann eben mal alleine. Und gehst wirklich mal bis zum Letzten, bis es eben nicht mehr geht. Das nächste, ganz wichtiger Punkt, ist Intervallfasten. Mach mal, jetzt kriegt nicht gleich einen Schreck, wenn ich das sage, 2 Tage hintereinander eine Essenspause von 20 Stunden. Das bedeutet, dass du entweder frühstückst und Mittag isst und dann mittags ab 14 Uhr nichts mehr isst bis zum nächsten Tag und du hast 20 Stunden Pause und das 2 Tage hintereinander. Oder du isst erst am Mittag, dann isst du am Abend, beziehungsweise ist vielleicht mittags um 12, dann eben um 18 Uhr und dann machst du wieder 20 Stunden Pause. So, und dann schau mal, was passiert. Ich weiß, das sind alles Punkte, die wuppt man mal nicht so auf der rechten Pobacke, aber die bringen wirklich richtig viel. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, naja, mit dem Essen kann man den Stoffwechsel nicht ankurbeln, das stimmt nicht. Wenn du in dem Moment ja wirklich mal was ordentlich Scharfes isst, dann merkst du das, dann geht der Stoffwechsel nach oben. Denn der Stoff, der im Chili drin ist, der haut schon mal den Stoffwechsel nach oben. Da fangen die meisten eben auch an zu schwitzen. Davon wirst du jetzt nicht unbedingt schlanker, aber es geht ja darum, auch mal diesen Stoffwechsel anzukurbeln. Aber wenn du solche Tools zwischendrin einbaust, also kalt duschen und zwar länger kalt duschen. Du fängst an, ein wirklich intensives Intervalltraining zu machen, also ein High-Intensity-Training. Du baust Nüchternläufe ein. Du lastest dich beim Krafttraining komplett aus. Du baust Intervallfasten ein, 20 Stunden, 2 Tage hintereinander. Dann, glaube mir, dann wirst du den Stoffwechsel nicht nur pushen, sondern dann wirst du auch merklich das spüren, weil du eben mehr Energie verbrauchst. Und dann kann es eben auch sein, dass du durch so kurze Einheiten eben auch mal ordentlich abnimmst. So, in diesem Sinne, einen kurzen, knackigen Impuls von mir. Und wenn du Lust hast, mehr darüber zu erfahren, dann folg mir doch mal auf Instagram. Auf Instagram siehst du mich immer auch in den Stories beim Joggen. Du siehst mich beim Training. Du siehst, was ich für Übungen mache. Du kannst sehen, was ich esse, wie ich so meinen Tag vollbringe. Folg mir einfach auf Instagram, kerstin.hart, dann siehst du das. Und dann würde ich mich freuen, wenn du auch diesen Podcast teilst, ihn bewertest und mir gerne eine schriftliche Bewertung schenkst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und viel, viel Spaß beim Ankurbeln von deinem Stoffwechsel. Deine Kerstin.